Ahoi Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Mal spielen wir Sacred Citadel und wie wir sehen, sind das Fisch und Freddy mal wieder. Nach ja, langer moin. Zeit nichts. Ja, nach sehr langer Zeit nichts. Also nach sehr langer Zeit von uns beiden zusammen nichts. Ja. Wir haben ja beide neulich wieder angefangen, was zu machen. Ja. Auch ziemlich zeitgleich, ne? Ich kurz nach dir? Ne, ich glaube, du hast sogar... Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe, glaube ich, vor dir angefangen, weil ich zuerst den Kommentar bekommen habe, dass du vor mir angefangen hast. Ja. Genau, du hast gefragt, was ich sehen will. Ist ja auch egal. Wir legen jetzt erstmal los. Sacred Citadels, wir haben selber nicht so viel Ahnung. Wir haben das zwar mal gespielt, aber das ist ungefähr alle Zeit her. Und ja, wir sind hier so ein Sandnächer und eine Sandnächerin. Ich verstehe das Spiel sowieso nicht. Es war eine Zeit des Aufruhrs. Allahu Akbar. Das Ashen-Imperium hatte sich erhoben und sein Einfluss breitete sich aus. Das Gute. Die königliche Familie plante die Zerstörung der Zitadelle, wo die Seraphim ihre Waffen gegen ein Leben für den Glauben eingetauscht hatten. Also vernünftig. Würde ich auch sagen. Finsteren Glauben ist immer gut. Erschufen die niederträchtigen Ashen einen Befehlshaber aus ihren eigenen Reihen. Den Gatebreaker, dessen einziges Ziel darin bestand, die Klostertore zu zerstören und ihre Gatebreaker, Armee was ist das für ein Name? Gut, dass sie ihn Gatebreaker genannt haben, damit man noch genau weiß, was er machen soll. Geschützt, und der Gatebreaker brauchte mehr Macht, um sie zu zerstören. RIP. So suchte er nach zwei Relikten der Macht. Warum nicht drei? Mit unendlichen das wäre ja zu spielmäßig. Wahrscheinlich, wenn er nur zwei Hände hat. Er wandte sich an die Grimmer, grässliche Wesen, die denselben Laboratorien entsprungen waren. Die Kriegsfürstin der Grimmock wurde beauftragt, die Artefakte um jeden Preis zu beschaffen. Also für 1,50 hätte ich es auch gemacht. So ließ sie ihre Truppen zum Monolithwald marschieren, wo angeblich ein Artefakt vergraben liegen würde. Wieso vergräbt man sowas eigentlich immer? Ahnend, macht eine nicht. Gruppe Abenteurer. Damit ich es nicht finde. Erstmal besaufen. Bruder, was ist denn los? Es lädt. Die Saphiri verehren die Sonne, die ihnen ein großer ihrer Kraft. Ich kann nicht so schnell lesen. Meine Fresse. Oh, Bruder, ich hab viel zu hart gesoffen, Alter. Du hast niemand Essen geschafft. Ist erstmal auf. Vom Typen habe ich schon mal gesehen. Ach ja? Dann komm mal her. Bis auf Schnauze! Es muss bei der Schlacht von Brave Rock gewesen sein. Bruder? Die Stadt wird angegriffen. Ja, so okay. Lauft um euer Leben. Okay, tschüss. Oh, komm, ich habe Akimbo und du hast auch Akimbo. Das ist gleich cool. Ah, man kann rushen. Achso, man kann irgendwie die Lines wechseln, ja genau. Das war so 2,5D nennt man das dann. Wie macht man denn das? Rechte Schultertaste gedrückt halten. Haha, Bogen! Guck mal! Oh, was hab ich denn hier? Ich hab die Schnauze geschossen hab. Man muss die rechte Schultertaste nicht, Dingsen, um die Lanes zu wechseln, oder meinst du es gerade so? Um zu dashen. Oh, der hat ganz schön viel Reichweite, das habe ich gar nicht erwartet. Okay, das ist blocken. Man kann verteidigen mit rechts, ja genau. Links? Ja, rechts, links. Wie schießt es mit dem Bogen? An den Bogen? Mit Y. Ja, ich habe ja kein Bogen, ich habe ja das Ding hier. Ich will den ganzen Sprungangriff machen, aber ich merke gar nicht, dass es gar nicht geht. Oh Gott. What the fuck? Ja, das gute Bild, du Arsch! Ist es der Gatebreaker? Ach nee, war kein Tor. Nee, war ja ein gutes Bild. Kleine Information noch nebenbei. Mit den 15-Minuten-Parts, wie ihr wahrscheinlich seht. Und die kommen vermutlich so alle 2 Tage. Ja, mal gucken. Das Ganze so hart vorproduziert, weil ich Urlaub machen will. Ja, scroll noch weiter weg. Dieses Gemetzel. Ach, beste Stimme aller Zeiten. Wie meiner Kindheit. Ich glaube, die hat nicht so eine gute Kindheit. Habt ihr schon gefunden, meine Süßen? Ist die Osteuropäerin? Habt ihr schon gefunden, was? Bruder, sprich Deutsch! Etwas dauern? Dafür habe ich keine Zeit. Ich glaub, die sind einfach eine Behinderung.
Ich möchte dich aber nicht niederbrennen. Dir ist schon bewusst, dass dann überall Asche ist und es auch nicht einfacher wird? Ja, man kann im Kreis laufen. Ja, Moment, ich muss dir helfen. Au! Du Arsch! Kloppt er hier einfach volles mit rein. Ey, schlag gleich zu. Hey, Moment, ich sterbe gerade. Naja, du hast fast volles Leben. Ja, aber ich habe Schaden bekommen. Wir sind gelevelt. Das war ein ziemlich cooler... Wie esse ich den Apfel? Du bist voll live. Oh. Wir sind gelevelt gerade. Zurückstoßen. Ich habe gerade nicht gelesen. Schönen Mittag, aber ich glaube, das ist das hier. Er ist aus. Ah, okay. Welches war er? Der rechte Stick. Ja, aber wenn ich den mache, passiert gar nichts. Muss ich hoch und runter, okay. Du kannst doch nach links und nach rechts machen. Ja, aber ausweichen ist überbewertet. Kann man wirklich starke Angriffe machen oder gibt's sowas nicht? Ich glaube, wir lernen das alles so mit der Zeit. Alter, was mache ich denn hier gerade mit ihm? Richtig auseinandergenommen, den Jungen. Aua! Aua! Ich verstehe das Spiel irgendwie nicht ganz. Ja, ich habe auch die ganzen Tipps nicht gelesen. Ich habe das nur die Ausweichrolle gelesen. Ich habe da völlig auch die Ausweichrolle leider gelesen. Aber wenn du diesen Dash machst, dann liegen die auf dem Boden rum, dann kann man richtig in die reinprügeln. Ach, Moment mal, ich habe gerade auf dich geguckt. Ja, ich habe tatsächlich eben gerade auch erstmal auf dich geguckt und nicht verstanden, was da passiert. Da kommen neue. Warte, den hier, ne? Oh. Der hat uns weggedasht. Ja, ich habe den einen weggedasht, der andere uns. Oh. Ich treffe den einfach, danke. Hä, wenn ich dashe, passiert gar nichts. Du musst erst drücken, also erst R drücken und dann in eine Richtung dashen, ne? Also nach vorne, also rechts oder nach links. Also ne, hier, wie heißt das? RB? RY? Keine Ahnung, Mann. RT ist die große Taste. Oh, schick. Ja, Doppelsprung kenne ich. Du hast gerade ein Schwert geworfen. Ja, ich habe einen Streitkolben jetzt aufgehoben. Doppelsprung, okay. Bruder, muss los. Also, der ist schon kein, ne? Safe nicht? Also, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Wenn ich RT drücke und irgendeine Richtung, dann passiert gar nichts. Also, RT und. Also, du musst. Warte mal. Wir probieren das einfach gleich aus, wenn es ruhig ist. Weil ich renne auch, wenn ich RT drücke. Also den großen Bumper, ne? Ah, wenn man hier so eine richtig harte Combo hat, dann macht man so coole Attacken. Ich hatte ja, wenn auch die auf den Boden legen, auch. 85er Kombi also habe ich. Wenn ich hier umdashe, wo steht denn das? Unter dem, wenn du es gerade hast. Oh, yo, man kann auch Longjump machen. Wie das? Ja, auch mit RB. RB, die kleine Taste. Nee, die große, RT, Entschuldigung. Rechter Trigger, nicht rechter Bumper. Bring die Überlebenden her. Ja, die brauchst du nicht bringen, wir kommen auch so. Kitzeln, aber das ist so ein bisschen schwul, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber sie ist ja auch eine Frau. Ja, aber ich ja auch. Das ist ja ein bisschen homosexuell. What the? Hast du das gerade gesehen? Nee. Ich hing gerade in der Luft fest. Wir spielen übrigens beide mit Controller, deshalb reden wir jetzt einfach durch die Controller-Tasten, falls ihr euch wundert. Ja, richtig. Und ich kenne mich mit den Controller-Tasten halt so gut wie gar nicht aus und deshalb habe ich gar keine Ahnung, welche ich benutze. Ja, ich habe die Wand geprügelt. 30, 40, 50, 55. Ich hatte gerade einen 99er kommen und dann werde ich weggeprügelt. Super. So, bleib mal hier. So, wenn du jetzt den rechten großen reindrückst, ja, nach rechts und dann X drückst. Achso, ich muss X drücken. Du hast nicht von X gesagt. Allgemein RT halten ist halt einfach rennen. Ah, gut. Ne, ich brenne gar nicht so gut tatsächlich. Ich glaube, wir brennen wirklich nicht so gut. Ich habe so einen Mana-Trink auf dem Rücken. Alles in Ordnung? Hat das weh getan? Aweng. Bisschen? Geht eigentlich. Bruder muss los. Hä, hey, jetzt lauf doch nicht weg, wir wollen nicht um. Oh Mama! Bleib doch hier, du Arsch!
Warum haben die ihren Anker geworfen? Weil die nicht so schnell sein wollten. Let's go. Ja, what the f... Okay, das ist cool. Ah, das geht nur, wenn man gleichzeitig rennt wieder. Ja. Gut zu wissen, Alter. Warte auf Host. Punkte. Ha, ich bin besser. Huh. Ripp, Alter, du hast mir Schadensbonus gekriegt. Oh, was? Ja, jetzt können wir hier Sachen skillen. Ja, genau. Junge, was? Was skillt man? Alles, eins auf alles. Vollangriff. Full DD. Ja, ich geh voll DD. Sehr gut, ich hab eins auf alles gemacht. Ach, es gibt 4 Kapitel und wie viele Level sind das? 100? Ah, oh, ich hasse mein Leben, ey. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Level pro Kapitel gefühlt nur. Ich glaube, wir waren schon in Kapitel 2 oder so. Wir waren ja, also ich war ja schon Level 28. Ich war Level 8, also ich habe das anderthalb Stunden gespielt. Ich habe 4 Stunden gespielt irgendwann mal. Oh, Hildi 1290? Seit wann heißt der so? Spielt da GTA 5. Oh Gott, ich glaube, hier gab es richtigen Abfuck, ey. Ach ja, dann komm mal her. Bang. Das Gefühl mache ich 0 Schaden. Boah, geht bei mir. Du machst 1-2 Schaden, ich glaube, ich mache 5 Schaden. Oh cool, ich kann Kombos machen. Alter, komm doch her jetzt, du. Du musst einfach alle Tasten irgendwie random drücken, dann machst du irgendwelche coolen Kombos. Also so wie Super Smash Bros. Und so eine Scheiße? Ja. Gefühlt sind die Spiele auch alle gleich. Ja. Let's go. Ha, 5 Münze, 4 Münze ist nur noch schade. Oh Gott. Ach, ich muss ja reden. Keine Ahnung, wo ich bin. Ach, hier. Achtung, Bombe. Danke. Achtung, Bombe, boom. Keine Zeit zum Reagieren. Ich hab's erst sehr spät gesehen, leider auch. Bang. Wieso funktioniert der Sprungangriff gerade nicht okay? Ich kann sagen, ey. Aua, hör auf jetzt mit! Womit? Ja, er hat mich gerade die ganze Zeit geschlagen, ey. Voll motiviert, ey. Erstmal einen kaputt kloppen hier. Das ist sowas wie Mortal Kombat hier, oder? Bisschen, ja. Also ich hab keine Ahnung, was Mortal Kombat ist, aber ja. Das ist ein Prügelspiel, das ist sowas wie Smash Bros. Nur für Erwachsene. Ja, und da Gegner zerstückeln und zerreißen. Bam. Oh, ich hab mich getroffen, weil ich in der falschen Lane war. Das mit dem 2,5D verwirrt mich echt übel, Alter. Das ist eigentlich komplett egal, also du musst eigentlich nur in etwa dastehen, wo die sind. Hallo, mach doch dein... Geht doch. Das ging jetzt eben gerade nicht mit meinem coolen Zauberding. Oh, schon wieder. Ja, der Achso, der lebt noch. Hä? Alter, wie viel hat der überlebt, ey? Oh, der war ja 10-mal tot. Ja. Oh Gott, was passiert? Ja, Ausweichrolle, danke. Achtung, Bogenschützen, oder? Nee. Das doch, hier. Doch, ja. Oh Gott, pass auf. Ich wusste nicht wo und war mir unsicher, dass er wieder war. Gesprungen. Achtung, unten drin? Oben. War das oben? Ja. kommt auf die Ansichtsweise an. Nein, eigentlich nicht. Es gibt nur eine Ansichtsweise. Oh, neues Schwert, nice. Vielleicht krieg ich auch immer mal eine neue Waffe, aber ich glaube eher nicht. Ich sehe die nämlich gerade. Die liegt hier ganz rechts. Oh. Die siehst du ja auch, ne? Ja. Achtung. Wie benutze ich die? Ja, einfach aufheben.
Ja, aber wie? Machen wir einfach gleich. Chill doch. Ich will die haben! Nein! Ah, ich konnte nicht mehr springen. Ich sehe gerade gar nichts, ehrlich gesagt. Ich mach gerade einfach nur X-Spam. Das ist sowieso das Effektivste, glaube ich. Achtung! Ich habe gar keine Ahnung, was man noch für Angriffe machen kann. Der erste Part ist übrigens zu Ende, wir haben 15 Minuten. Ja, ich will das Schwert noch haben. Alter, wie kommen denn hier? Na wenn, glaube ich. Au! Arschloch. Gut, dass er dich getroffen hat, sonst hat er mich getroffen. Oh, ich bin auch dann getötet. Upsi. Okay, wie hebe ich das Schwert auf? Ja, ich müsste dran stehen. Halt hier aufnehmen. Okay, dann können wir den Part jetzt beenden. Genau. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal, wie gesagt, alle zwei oder drei Tage. Haut rein und tschüss. Ciao.